Hallo und herzlich willkommen, Ringrocker hier. In diesem Teil meiner Legends Arceus-Reihe geht es in großen Schritten weiter. Ich kann ein neues Gebiet erkunden, Perla erzählt uns von ihren Sorgen, ich lerne viele neue Charaktere kennen und Igelava entwickelt sich endlich zu Tornuftu. Falls euch das Video gefällt, ihr mehr sehen wollt oder mich unterstützen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Los geht's! So, und es geht weiter. Die Hinatsu begrüßt uns am Morgen nach unserem großen Kampf. Hallo Hinatsu, was geht ab? Ich habe großartige Neuigkeiten, Ringrocker. Ab jetzt arbeite ich im Friseursalon hier, okay? Endlich kommen alle in den Genuss meiner eigenen authentischen Haarkreationen. Meine Pflicht als Dressella-Wächterin lasse ich dabei natürlich nicht außer Acht, sehr löblich. Ich habe nur gerne ein zweites Standbein. Okay, ja, das kann hilfreich sein. Und die Friseurmeisterin scheint sich auch darüber zu freuen. Besuch mich doch mal im Friseursalon und du wirst deine Haare kaum wiedererkennen. Im positiven Sinne natürlich, ja, das will ich doch hoffen, im positiven Sinne. Oh, der Denboku mal außerhalb von seiner Villa. Ich bin froh, dass Sava jemanden gefunden hat, der den Friseursalon weiterführt. Expeditionsleiter Denboku wegen der Sache mit Usalalun. Wer in Jubeldorf arbeitet, ist ungeachtet seiner Herkunft Teil unserer Gemeinschaft. Ich heiße dich willkommen, Hinatsu. Sehr nett, sehr nett. Warum hat eigentlich nur hier diese Galaktik-Expedition hier eine Stadt und die anderen wohnen in so komischen Zelten? Naja, egal. Ringrocker, ich gehe zum Strand des Aufbruchs. Folge mir. Jawohl, Sir. Also, auf zum Strand des Aufbruchs. Okay, hier haben wir eine ganze Gang. Anscheinend, vielleicht eine Expedition zu neuen Ufern, dass wir einen neuen Teil erkunden können oder so. Diese Leute sind frisch in Hisui angekommen und werden mit uns allen in Jubeldorf leben. Okay. Da haben wir schon wieder einen von dieser Händlergilde, wo Woloch dazu gehört. Genau wie die Galaktik-Expedition am Strand des Aufbruchs an Land ging, wird auch für euch hier ein neues Leben beginnen. Ich habe gehört, dass es hier in der Hisui-Region nur so von starken und furchterregenden wilden Pokémon wimmelt. Aber die Galaktik-Expedition soll sich bestens mit Pokémon auskennen, die ihre mysteriösen Kräfte nutzen, um Jubeldorf zu fördern. Das ist wohl wahr. Das stimmt, diesen Ruf haben wir wohl Ringrocker hier zu verdanken. Er gehört unserem Forschungstrupp an. Es ist die Zusammenarbeit aller Mitglieder zu verdanken, dass Jubeldorf so prächtig gedeiht und uns als Heimat in Hisui dienen kann. Ah, da freuen sich doch die neuen Kömmlinge bestimmt drüber. Wir werden helfen, wo wir nur können, Herr Expeditionsleiter. Alles klar, und was hat es mit mir zu tun? Warum musste ich jetzt hier an den Strand kommen? Was willst du mir jetzt noch erzählen, Boy? Dank der Pokémon-Untersuchung des Forschungszugs vergrößert sich auch die Gebiete, in denen wir sie sicher operieren können. Das wiederum macht es uns erst möglich, Neuankömmlinge bei uns aufzunehmen. Okay. Aber ich muss schon sagen, Ringrocker, du magst Pokémon wirklich sehr, nicht wahr? Ja, eigentlich schon. Viele unserer Mitglieder wurden bereits von Pokémon angefallen. Und trotzdem hältst du an deiner Sympathie nur für sie fest. Ich schätze, das ist eine nötige Eigenschaft für Mitglieder des Forschungstrupps. Vergiss trotz allem nicht, dass Pokémon furchteinflößende Wesen sind, finde ich jetzt. Ja, okay, so ein Real-Life-Pokémon, das wäre schon furchteinflößend, das stimmt. Egal, ob wir nun ein Leben an ihrer Seite führen wollen oder nicht, wir müssen uns mit ihnen auskennen. Ja, das ist tatsächlich hilfreich. So wahr ich den Boku heiße, wenn es sein muss, werde ich auch drastische Maßnahmen ergreifen, um Jubeldorf und seine Bewohner zu beschützen. Expeditionsleiter den Boku, Perla vom Per-Clan ist auch hier. Ich denke, ich weiß, warum sie hier ist. Anscheinend müssen wir... Schau dir selbst an, wie sich Jubeldorf durch die Arbeit des Forschungstrupps stetig verändert und komm anschließend in mein Büro. Okay, anscheinend haben wir ein kleines Jubeldorf-Update. Und beim Expeditionsleiter geht es dann wohl die nächste Mission auf zu neuen Taten. Und ich habe so das Gefühl, dass ich das nächste Gebiet erkunden kann, was sehr, sehr cool ist. Aber wahrscheinlich sollte ich vorher auch noch mal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, um mein Team ein bisschen zu pushen. Mal schauen, auf jeden Fall sehen wir uns jetzt gleich beim Expeditionsleiter wieder, würde ich sagen. Oha, und hier verändert sich tatsächlich was. Hier wird ein neues Haus gebaut. Das ist ja cool. Also tatsächlich stetiger Wandel hier in Jubeldorf. Und da steht hier tatsächlich ein neues Haus. Ich bin gespannt, ob hier dann auch noch mehr entstehen und vielleicht gegen Ende sogar hier eine komplette neue Häuserreihe ist. Ja, das ist mal cool. Damit habe ich echt nicht gerechnet, dass die sich so viel Mühe geben. Das finde ich cool, dass sich das hier stetig erweitert. Aber genug Geschwätz, auf zum Expeditionsleiter. So, dann schauen wir mal beim guten Denboku vorbei, was jetzt ansteht. Und die Perla ist auch dabei. Du hast also die Pokémon im roten Sumpfland erforscht. Gut gemacht, Dankeschön. Als nächstes wirst du dich ins
Kobalt-Küstenland begeben. Okay, Küste klingt gut. Das klingt nach vielen Wasserpokémon. Das freut mich. Das klingt auf jeden Fall spannend, sag ich mal. Ich sage dir gleich vorweg, dass du dort vergeblich einen König oder eine Königin suchen wirst. Okay, gibt's da keine? Lass mich das etwas genauer ausführen, Ringrocker. Ja, erzähl. Es gab dort mal einen König, bis es dann vor wenigen Jahren zu einem tragischen Unfall kam. Der König verlor dabei sein Leben. What? Was ging da ab? Nun geht aber die Kunde um, man habe an seinem ehemaligen Aufenthaltsort seltsame Schattengestalten gesichtet. Okay, doch damit noch nicht genug. Mitglieder des Sicherheitstrupps und des Produktionstrupps sollen beim Sammeln von Materialien auf der Feuerspeiinsel von einem Gespenst attackiert worden sein. Vielleicht ist der König ein Geist-Pokémon? Solche fürchterlichen Zustände dürfen wir an einer Hoheitsstätte auf keinen Fall zulassen. Aber unsere Wächterin im Kobaltküstenland gewissermaßen verhindert. Okay, das klingt schon mal sehr nichtssagend. Du kannst dir sicher schon denken, was meine Anweisungen sind. Nimm du dich der Sache an. Alles klaro, machen wir da. Die Insel ohne König. Ich wette, da gibt es dann doch ein Geist-Pokémon, was König war. Ich werde im Kobaltküstenland auf dich warten. Die Landschaft dort ist wunderschön. Oh, da bin ich gespannt. Also Erwartungen sind auf jeden Fall schon mal hoch nach der Ansage. Es tut mir leid, dich mit einer so verqueren Situation konfrontieren zu müssen. Ach, kein Ding. Ringrocker ist ein fähiges und fleißiges Mitglied der Galaktik-Expedition. Diese Aufgabe kann ihm ohne Sorge anvertraut werden. Das sehe ich genauso. Stimmt, immerhin hast du es ja auch geschafft, den König des Waldes zu beruhigen. Du hast mein Vertrauen. Oh, das freut mich sehr, dein Vertrauen zu haben. Und die Big Baba Bubu Chefin, ich weiß nicht, was für einen Rang die hatte. Celestis, als nächstes gilt es, das Kobaltküstenland zu erforschen. Eine deutlich längere Strecke als zuletzt ins Rote Sumpfland steht dir bevor. Wappne dich also. Okay. Mit deinem Rang sollst du ohne weiteres ins Kobaltküstenland aufbrechen können. Du kennst deine Mission. Erforsche die Feuerspeiinsel. Feuerspei, also Feuer-Pokémon, dann erwarten mich eventuell Geist und auch, ich vermute mal, jede Menge Wasser-Pokémon wegen Küstenland. Also, hier steht einiges an. So, nochmal eine kleine Cutscene, so wie es scheint, der Topin. Ah, wenn das mal nicht Ringrocker ist, aber es ist wohl nicht verwunderlich, dich im Dorf zu treffen. Ach, das war der vom Axanto. Wohin führen dich deine Pokémon-Forschung als nächstes? Ja, ins Küstenland. Ins Kobaltküstenland also. Ach, die arme Rana. Wie sie sich wohl als Wächterin ohne König fühlen muss. Ja, das. Sogar bei uns im Perlclan zerreißen sich so manch einer das Maul über sie. Okay, die ist anscheinend vom Diamantclan, die gute Rana, und die Wächterin vom alten König. Hoppla, jetzt fange ich auch schon mit der Tratscherei an. Bevor ich dich weiter mit Sachen behellige, mit denen du gar nichts zu tun hast, verrate ich dir lieber etwas Feines. Fein klingt gut. Unter den Pokémon gibt es Arten, die auf die Kraft spezieller Steine reagieren. Manche Pokémon entwickeln sich sogar mit Hilfe bestimmter Steine. Axanto ist ein Beispiel dafür. Ja, das wissen wir schon. Wir haben auch schon ein paar Evoli-Entwicklungen gemacht. Ich erkläre das eigentlich nur, weil du als Mitglied des Forschungstrupps Pokémon untersuchst. Jeder Stein, über den du in Hisui stolperst, könnte sich als bedeutender Fund herausstellen. Der Legende nach soll es einen Stein geben, in dem die gleiche Kraft schlummert, mit der das ehrwürdige Sinnoh-1 das Universum erschuf. Und damit du das alles nicht vergisst, überlasse ich dir den halbwegs bedeutsamen Stein, den ich gefunden habe. Okay, halbwegs bedeutsam. Ein Leistungsstein. Ah, Leistungskies, das sind die, wo man die Pokémon-Attribute erhöhen kann. Sollst du es auf Entwicklungsstein abgesehen haben, kannst du bei der Ginkgo-Gilde welche kaufen. Okidoki. Und los ins Kobaltküstenland. Oh, und wir haben auch einen Massenausbruch von Enton. Es geht weiter in der Story. Da kann ich mich auch später noch drum kümmern. Shiny Hunting ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet. Ich will eigentlich eher in der Story mal weiterkommen. Und das Ganze lädt hier ein wenig. Schauen wir mal. Und da kommen wir auch schon an der Bude Professor Lavens dabei. Und ich scheine sehr überrascht zu sein. Oha, das sieht wirklich cool aus. Das ist wirklich hübsch hier. Wow, oh, da, hier kann man doch bestimmt Plinfer fangen. Ich erinnere mich an eine Szene aus dem Trailer. Da sah das ganz genauso aus wie jetzt hier gerade. Das hier ist das Kobaltküstenland. Wie du siehst, erstreckt sich hier das Meer und der Himmel, soweit das Auge reicht. Was für Pokémon uns in diesem Gebiet wohl erwarten? Wasser-Pokémon oder vielleicht jene vom Typ Flug oder Feuer? Gosh, ich bin ja so aufgeregt. Oh ja, ich auch. Oh, bei all dem Spaß an der Forschung sollten wir aber deine Mission nicht vernachlässigen. Hast du irgendwelche Fragen? Ja, die Feuerspeiinsel, wo finde ich die? Erklär mal.
Bei der Feuerspeinsel handelt es sich um einen Vulkan in der Nähe der Küste. Wenn du dorthin willst, sprichst du am besten mit Suzuki, einem Wächter des Diamantclans. Ah, fährt er mit dem Auto mich dann dahin, wo ich hin muss? Wir schauen erstmal kurz in die Karte rein. Okay, ah, Feuerspeinsel ist da hinten. Also wir müssen wahrscheinlich irgendwie dahin kommen. Vielleicht lernen wir dann jetzt Surfer. Wir haben Lava-Dom-Schrein, eine kleine Meeresgrotte, eine neue Nebenmission, die Höhle der Umkehr. Okay, das klingt crazy. Und hier noch eine Nebenmission. Und hier natürlich der Ausgang. Alles klaro, starten wir durch. Da vorne steht auch schon die Perla bereit. Wer ist der Dude? Wusstest du, dass Charmian ziemlich ängstliche Pokémon sind, weglaufen? Blablabla. Okay. Dann schwätzen wir erstmal mit der Perla, würde ich sagen. Und die erklärt mir bestimmt, wie es hier weitergeht. Mit ihrem seltsamen Tuch, was aussieht, als ob sie so ein Pfuschkleid aus dem, Oh, das ist eine neue Melodie auf der Elysienflöte. Weil ich sagen wollte, ihr Kleid sieht aus wie aus dem 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert. Ah, das ist eine echt hübsche Melodie, muss man schon sagen. Das war nice. Das Schöne am Flötenspiel ist das Gefühl, sein Klang könne jede Entfernung überbrücken. Ja, ich bin soweit. Jetzt kann ich dir einen Kampf bieten, den ich mit ganzem Herzen bestreite. Wozu? Wozu ist eine gute Frage. Ich will unbedingt herausfinden, wo meine eigenen Schwächen liegen. Tu mir den Gefallen. Okay, auf geht's. Also, ein Kampf gegen Perla. Du bist durch den Riss im Raum Zeitgefüge getreten und weißt, was für eine Welt sich dahinter erstreckt. Nun wirst du sehen, was ein echter Kampf ist. Okay. Selbstbewusst ist die gute Dame auf jeden Fall. Und sie hat wieder ihr Glaciola. Und ich habe ein Pachirisu an erster Stelle. Was für eine Quest im Sumpfland muss man... Und noch ein Evoli gleichzeitig, okay. Dann machen wir erstmal hier... Genau, was ich sagen wollte. Man muss ein Pachirisu möglichst hochleveln. Für eine Quest. Und Tempotechnik von Evoli. Ruckzuckieb, okay. Und nochmal, jawollo, übertreib. Glaciola beobachtet uns nur. Okay, das ist nett. Dann mach ich jetzt hier auch mal Tempo. Mach's gut, Evoli. Zack. Sehr schön. Evoli wurde besiegt. Und jetzt Glaciola, was Level 30. Setz erstmal einen fetten Eisstrahl ein. Und da ist mein Pachirisu hinüber. Okay. Aber alles kein Problem, denn jetzt kommt Igelava und Igelava verpasst ihm mal ein schönes Flammenrad mit Krafttechnik, würde ich sagen. Das sollte doch dann lang, um so ein Eis-Pokémon zu one-hitten, oder? Und zack! Jawollo, nice! Das ging rucki-zucki, Kampfende. Sehr, sehr cool. Und Anton Level Up und mein Drifloon Level Up, sehr cool. Gut, Perla. Ah, war das erfrischend. Die Welt ist so riesig groß, dagegen komme ich mir so klein vor. Ich danke dir. Lass mich deine Pokémon wieder fit machen. Das ist nett, dass du mein Pachirisu zumindest wieder heilst. Auch wenn ich mich einfach hätte umdrehen können und da meine Pokémon heilen können an der Bar. Also gut, mit dir habe ich einfach das Gefühl, offen über alles reden zu können. Gerne, lass mit dir über alles reden. Denn Boku und ich, wir sind beide Anführer. Ihm gegenüber will ich keine Schwäche zeigen. Okay, mir gegenüber schon. Aber manchmal frage ich mich einfach, warum ich diese ganze Last überhaupt schultere. Hier im Küstenland, musst du wissen, gibt es eine Wächterin namens Rana. Ja, aber es gibt keinen König mehr, um den sie sich kümmern könnte. Und sie bereitet auch seinen Erben nicht darauf vor, die Nachfolge anzutreten. Manche sagen sogar, Rana habe überhaupt nicht mehr das Zeug dazu, Wächterin zu dienen. Das Gerede lässt mich jedoch kalt. Sie ist mir unglaublich wichtig und das ist, was zählt. Wir haben beide darum gewetteifert, wer es zum Oberhaupt des Clans bringen würde. Ah, ihre Rivalen. Und ich habe dabei viel von ihr gelernt. Ich würde dich also gerne um etwas bitten. Könntest du dafür sorgen, dass der Erbe des Königs einen würdigen Nachfolger wird? Okay. Es wird sich an deiner Stärke sicher ein Beispiel nehmen und sehr bald auf eigenen Füßen stehen. Das sollte auch den letzten Skeptiker davon überzeugen, dass Rana doch zu Wächterin taugt. Du hast dem Perlclan dabei geholfen, Axanthos Rage ein Ende zu setzen und ich bin mir sicher, du wirst auch dieser Bitte gewachsen sein. Okay, ich soll jetzt irgendein Pokémon also dazu bringen, dass es ein würdiger Nachfolger ist. Folge diesem Weg, du müsstest Rana auf einem Hügel zu deiner Linken finden. Okay, also, uff, das
ganz da hinten. Wow, das ist weit weg. Okay, das dürfte dann hier, ja, an der Spitze sein. Das ist irgendwie, ups, nicht Y, ich wollte es runterklicken. Ist irgendwie lustig, das hier unten sieht aus wie eine Hand, ne? Und das, keine Ahnung, was das ist. Okay, also, erste Mal ab zu the guten Runner und natürlich auch wieder fleißig Pokémon fangen. Fangen wir hier vorne mit dem Charmian an. Und auch natürlich fleißig Beeren sammeln. Und haben wir das Charmian? Jawohl, haben auch schon Charmian gefangen. Sehr cool. Hier vorne haben wir noch mehr Charmian. Da vorne steht ein Dude. Und ich würde sagen, ich erkunde hier erstmal alles ein wenig. Na, wohl, du bleibst doch im Ball. So wie der da, genau. Los, bleib im Ball. Sehr brav. Okay. Weiter geht's. Dann schaue ich mal, was ich hier so hübsches alles finde. Und groß wichtige Sachen kommen wie immer natürlich ins Gameplay. Wie zum Beispiel diese Bohne. Was eine coole Bohne. Okay, alles klar. Da vorne ein netter Skorpion. Den fangen wir uns auch noch. Okay, das war nix. Ich fange den Skorpion wohl doch nicht. Ich will wissen, wo es hier Plinfer gibt. Die gibt es safe irgendwo. Plinfer. Oh, da ist ein Seemops. Ein Seemöpschen. Und? Seemöpschen? Ja, ein Seemops gefangen. Sehr, sehr cool. Und da ist auch schon das nächste Seemops. Ich glaube, ich fange die ganze Zeit alle Pokémon am Strand. Und hier liegt auch was Interessantes. Was ist das? Ein Knallmoos. Okay, ich fange jetzt hier mal ein bisschen Pokémon. Lauf dann da vorne hoch. Und wie gesagt, interessante Sachen schneide ich euch wie immer alle rein. Oha, und hier oben jetzt am Bergkamm angekommen, sieht man hier diesen krassen Vulkan. Das sieht auf jeden Fall imposant aus. Der Ausblick hier, der ist auch echt nice, muss ich schon sagen. Aber schnell weiter zur guten Rana. Oha, und da ist ein Fukano, ein Hisui-Fukano. Sehr cool, gegen das will ich auf jeden Fall fangen. Sehr, sehr nice, das habe ich sogar noch gar nicht gesehen. Ein neues Pokémon für uns. Also machen wir erstmal Krafttechnik, Fundensprung. Schauen, wie viel Schaden das macht und ob er mich danach one-hit. Oh, das sieht gut aus. Bis sollten wir überleben, oder? Ja, sehr schön. Und, oh, nochmal, weil ich Krafttechnik hatte. Eieiei, okay, haben wir es doch nicht überlebt. Sorry, Pachirisu. So, dann mein liebes Igelava. Und dann bin auch gespannt, wann sich das zu Turnuptu entwickelt. Probieren wir mal, das liebe Hisui Fukano mit einem Pokéball zu fangen. Schauen wir mal. Auch cool mit dem Vulkan da im Hintergrund. Auf jeden Fall eins und... Ah, ist ausgebrochen, so ein Mist aber auch. Egal, das probieren wir doch einfach gerade nochmal. Und noch ein Pokébällchen hinterher. Und wackel, wackel, wackel. Eins und los, komm schon. Jawollo, ein Hisui Fukano. Sehr, 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 sehr cool. Und da vorne ist die gute Rana. Und die hatte auch zwei Fukano. Sehr cool. Das eine deutlich größer als das andere. Hallo, hallo, ich bin da. Na, schweigen. Okay, wir laufen zu. Fukano, na, na, komm, sei brav. Die hat eine Taucherbrille um. Mein Name ist Rana, ich gehöre dem Perkler an. Mit wem habe ich das Vergnügen? Hallo, ich bin Ringrocker, der vom Himmel gefallen ist. Du bist also das berühmte Mitglied der Galaktik-Expedition. That's right. Man sagt mir, du habest Axanto und Dressella berührt. Das ist wahr. Dann musst du über immense Stärke verfügen. Und doch hast du solch ein sanftmütiges Gesicht. Und was führt dich ins Koboldküstenland? Einen Rage geratenen König wirst du hier vergeblich suchen. Der letzte König, nun, seine Jungs wurden von der See erfasst. Sein Junges. Der König warf sich mutig in die Fluten und rettete das Leben des Kleinen. Doch er wurde dabei selbst in die Tiefen gezogen. Okay, das klingt very sad. Vermagst du zu sagen, welches dieser Fukano das Junge des Königs ist? Da ist wahrscheinlich das Größere und dann war es Hisui Akani also. Okay. Ja, safe das Große, ne? Diesen Eindruck scheint zunächst jeder zu haben. Aber es ist Kleine. Dies Fritz, doch sehr scheue Fukano hier, ist das Junge des verstorbenen Königs. Wimsel. Oh, wie süß. Das Potenzial, zu einem fähigen König heranzureifen, ist zweifelsohne vorhanden. Doch es wurde Zeuge des Dahinscheidens seines Vaters und erlitt dabei tiefe seelische Wunden.
Ja, das kann ich verstehen. Aber so ein bisschen Mufasa-Story hier, nur halt mit mehr, ne? Allein der Gedanke daran, ich müsse es trotzdem zwingen, stärker zu werden, um einen König aus ihm zu machen. Nein, das kann ich nicht. Ich habe mich dazu entschlossen, dem Kleinen beizustehen und ihm nicht den Willen des Perklans aufzuzwingen. Was auch immer die anderen davon halten mögen. Ja, ich habe leider den Auftrag irgendwie, dass es zum König wird. So, jetzt bist du aber über die Situation informiert. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ja, ich will zu der Feuerinsel da drüben. Verstehe, du willst die Feuerspeierinsel erforschen. In letzter Zeit hört man oft Gerüchte über seltsame Schatten, die dort gesichtet wurden. Um über das Meer zur Insel zu gelangen, wirst du die Hilfe des Pokémon Salmagnis benötigen. Okay. Suzuki, ein Wächter des Diamantclans, kann dir dabei hilfreich sein. Die Feuerspeierinsel ist ein seltsamer Ort. Mal abgesehen von den merkwürdigen Schatten schießen auch noch mysteriöse Blitze aus dem Riss im Himmel. Es ist fast, als erwarte uns noch ein ordentliches Donnerwetter. Uns wird doch nicht etwa das ehrwürdige Sinnozyne. Zwischen dem Perlclan und dem Diamantclan gab es einen Konflikt darum, wer nun eigentlich das einzig wahre, ehrwürdige Sinnoh verehre. Ich glaube, keiner von euch beiden. Auch wenn die zwei Clans sich mittlerweile einigermaßen tolerieren, bleibt diese Frage unbeantwortet. Das heißt, aus Sicht des ehrwürdigen Sinnoh gibt es noch immer eine Gruppe von Leuten, die einer falschen Gottheit huldigen. Verstehst du? Nein. Ach, bitte entschuldigen meine Abschweifen. Oh, kein Problem, ist schon okay. Suzuki sollst du auf den Griffelhügel finden, die an den Ginkgo-Strand anschließen. Dort lebt er nämlich. Ah, genau auf der anderen Seite. Okay, genau gegenüber. Griffel wegen der Hand. Ha, wie geil. Jaul. Okay, also darf ich jetzt von hier genau nach hinten. Ja, okay, doch nicht ganz. Griffelhügel haben wir hier und die Hand ist ja da hinten. Alles klaro, dann würde ich mal sagen, erkunde ich hier mal noch ein bisschen was es hier noch so Interessantes zu gibt. Und ich würde sagen, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren, dass mein liebes Igelava sich mal entwickelt. Das soll auf jeden Fall noch hier in das Völkchen rein, finde ich. Und so ein paar Schmetterlinge. Oh, ein Feuerstein habe ich bekommen. Das ist mega nice. Dann kann ich auch endlich mir ein Evoli. Mir ein Evoli entwickeln zu Flamara. Flamara fehlt mir tatsächlich noch. Sehr, sehr cool mit dem Feuerstein. Also, wir holen jetzt erstmal Igelava kurz auf Level 36, indem ich hier ein paar Käfer verbrenne, würde ich sagen. Und dann entwickelt sich's hoffentlich. Ah, da ist auch schon Level 36. Und Entwicklung ist möglich. Sehr, sehr nice. Das mache ich jetzt. Und dann entwickelt sich jetzt mein Igelava zu Tornupto. Sehr, sehr, sehr cool. Cool. Oh yeah. Und da, Tornupto in einer anderen Form. Ein Hisui-Tornupto. Der sieht irgendwie wie so ein bekifftes Tornupto aus. Oh je, wir haben das Kiffer-Tornupto. Eieieiei, Kiffer-Tornupto. Neue Attacken. Da schauen wir gleich mal rein. Weil das ist Typ Feuergeist. Sehr coole Kombination auf jeden Fall. Flammenwurf haben wir. Okay. Ich würde sagen, dann kriegt er auch Flammen an und Bürde. Ah, wir geben auf jeden Fall mal eine Feuerattacke. Machen wir mal Walzer weg, Gestein und Flammenwurf hätte ich gern dafür Glut weg. Wobei Walzer mit Gestein eigentlich auch nicht so bad. Jetzt machen wir das mal so. Aber wobei die Normalattacke eigentlich auch nicht. Ah, nehmen wir noch Sternschauer rein. Sehr gut. Dann machen wir das so. Ja, machen wir das erstmal so. Und dann haben wir jetzt hier ein schönes Tornupto. Sehr, sehr cool. Und ich entwickle mir jetzt auf jeden Fall noch ein Flamara. Und da sehen wir uns, glaube ich, finde ich gleich bei der Entwicklung wieder. Und da ist noch die versprochene Entwicklung zum Abschluss von Evoli nach dem coolen Geisterkiffer-Tornupto, was ich eben bekommen habe. Jetzt also noch Evoli. Sehr, sehr nice. Und da haben wir jetzt noch ein Flamara. Wonderful. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Flamare abgehakt und Igelava hat sich zu einem Kiffer-Tornupto entwickelt. Wie findet ihr die Hisui-Form von Tornupto? Schreibt es in die Kommentare und lasst gerne ein Like da. Ich finde sie mega cool und bin froh, mich für Feurigel entschieden zu haben. Beim nächsten Mal besuchen wir dann Suzuki und es gibt eine große Shiny-Überraschung. Also Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.